Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karting von Thüringen 2.0, Version 2. Wir werden mit der Ernte weiterfahren. Wir haben als Gäste im Programm. Dazu werden wir gleich den LKW holen und leer machen. Heute beginnt ein neuer Aufnahmemodus und zwar ganz vorsichtig über einen externen zweiten Computer. Das heißt, der Rechner wird jetzt an sich geschult. Und ich kann theoretisch mit höheren Auflösungen spielen. Mache ich aktuell nicht. Ich mache aktuell so weiter wie bisher. Aber die Gefahr von Unterbrechungen ist nicht mehr so groß. Oder so. Wie Schlags und so. Da haben wir auch die 60 FPS. Das sehe ich 59, 61 auf dem Kopf. Eingestellt, deswegen macht er nicht den Arm raus. Okay, dann mache ich das halt. Weil man alles mal gewesen hat, er losfährt. Und das wollen wir ja nicht. Nee, dass er gleich reinfällt, sie ins Tor und dann schaffen wir gleich kurz wieder den Platz 8 und voll. Nee, das ist nicht gut. Ja, jetzt machen wir es fertig. Die anderen Felder, Raps ist vorbereitet, aber wir machen es noch nicht. Das ist meiner Ansicht nach zu früh. Gasfeld ist ausgesät. Wir werden mit Stroh sammeln hier beginnen. Und dann nebenbei Stroh sammeln. Da habe ich noch keinen Plan zu. Tiere müssen wir gegen Kameras kriegen. Wasser und Futter wahrscheinlich. Ja, ansonsten. Ein bisschen Stroh umlagern und mit. In der Mischfutterfabrik. Der Rest, wenn er was los ist, ne? So. Kann der hier stehen bleiben oder wir fahren hier mal gleich woanders hin. Wenn der Drescher zurückkommt, wird er gleich hier vorne im Weg stehen. Unser Sojafeld ist noch nicht reif, denke ich mal. Das soll nicht reif sein. Das kommt sie nicht später. Hier will uns die Silage einfahren, ne? Da waren wir stehen geblieben mit Testen, wie das funktioniert. Das habe ich befürchtet. Kommt eingestellt. Er soll natürlich da weitermachen, wo er aufgehört und nicht da, wo er will, ne? Aber so ist das halt. Obwohl ich mich entlassen hatte, hätte er eigentlich weitermachen müssen. So. Komm nicht rein, du. Gut, jetzt klappt's. Auf jeden Fall. So, gehen wir mal gucken. Na, da nicht. Wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, der LKW soll voll gemacht werden. Der LKW steht da. Steht da. Das mit dem Überladewagen hat nicht geklappt. Also, LKW nehmen. Mal schauen, ob der nicht zu hoch ist. Vielleicht macht ihr den kleineren Anhänger besser. Hoffe, der Ton passt heute. Ich war ja oder bin auf der Marsch aktuell zu leise. Leider ist es fast überall so. Die letzten drei Folgen haben es gemerkt. Da hat sich das bei Windows umgestellt vor alleine. Das war der Pegel von 100% auf 188, das ist die Standard. Und muss er höchstens ausgleichen durch mehr Lautstärke am Mikro, also am Gerät. Mehr kann man da nicht tun. Leider. Ich würde mich dafür entschuldigen, dass es da ein bisschen zu leise ist. Oder war oder ist.
So, jetzt prüfe ich das mal vorher ab, das habe ich heute auch getan. Bevor ich die Aufnahme beginne, also die erste Aufnahme machen, Probe, und dann schaue, wie der Ton sich verhält. Also aktuell scheint das ganz gut zu sein. Bei OBS ist ganz gut, wenn ich rede, dass es gut im gelben Bereich ist, kurz im roten. Und Fahrzeug und Musik sollte dann oberen Bereich sein. Das ist nicht ganz so einfach. Also wenn man das nicht aufpasst, dann ist es das verstellt sich ab und zu mal. Warum? Bezahlt, keine Ahnung. Also muss man nicht verstehen. Ups. Geht noch was rein. Hat natürlich so nicht vorgestellt, aber gut. Ja. Ja, wahrscheinlich ein Förderband nehmen. Das geht wohl besser. Aber ich glaube nicht wissen, ne? So, das ist voll. Ja, das dazu, ne? Ja, wir machen hier weiter. Ja. Wir machen die erste fertig, und was die erste fertig ist, wird da entsprechend hoch zum Lager gefahren. Fahrzeug steht parat, sollte eigentlich noch programmiert sein. Jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, wenn wir normal machen, muss ich eigentlich gespeichert. Müssen wir nur entsprechend einstellen. So. Das sieht ganz gut aus. Ich bin lange hier. Kostet so ein Förderband. Wir haben nur Standard, also das ist Karton, weiß ich. Ach so. Müsste ich das kaufen und das. Dann fahre ich mal her. Mal sehen. Ist ja auch eine Katastrophe, ne? Der LKW ist nicht so hoch. Aber der Rad alles so klein. Ja, so. Wir müssen ein bisschen durchkämpfen, ne? Oh, groß. Schau mal, der ist voll. Der ist auch wieder voll, ja, jetzt wird gleich wieder. Schauen wir den Trigger, ob wir da abkippen können oder auch noch reinschweißen müssen. Dann hätten wir ein Problem. Dann würde ich auch von vorne sagen, wir nehmen den Förderband. Wir kippen den Förderband ab.
Probleme. Hier hat er mit Probleme. Er fängt sich. Er fängt sich. Soweit läuft ganz gut. Der zweite Rechner ist auch nicht gerade überlastet. Läuft gut. Da sind wir. Das fällt auch fast fertig. Kann Regen kommen. Gut, einmal noch muss sogar gemacht werden. Also noch nicht Regen kommen, ne? Wäre blöd. Ja, da wird sich Verlust in Grenzen halten. Anführungszeichen. So, dann gleich den Platz machen. Ich weiß nicht, wie er fährt. Zurück zum LKW. Aber startet nicht. Wir suchen. Und jetzt die Kunst, die BGH so voll zu kriegen, dass wir nicht lange. Das ist typisch, ich hab da weggefahren. Sein. Na gut, er hat erstmal hat er erkannt, dann er nicht mehr. Dann ist er noch zugefahren. Förderband. Ich würde doch Förderband kaufen, weil das geht ja schneller. Und das zweite. Keine Farbe. Ja. Sicherlich ein Fehler. Und das dritte. Das Lizard und das Grimmel. Ah, zwei Firmen. Also unterschiedliche Marken. Also das kostet nicht alle Welt. Wir werden einen Traktor nehmen und das entsprechend holen. Und dann nehmen wir einen Traktor hier irgendwo. Wenn wir so zurückfahren zum Hof. Dann nehmen wir uns gleich und holen die drei Segmente und dann entsprechend dafür schneller arbeiten können hier ohne Radlader. Und fahren wir uns halt auch.
Fahrer hin, können voll machen lassen und dann extrem fahren mal um andere Sachen drüber. Ne? Entschuldigung. Ja, da wollte ich nicht umspringen, das war die Verkehrstaste. Das war eine, halt, das ist die Richtung. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann sage ich heute mal Tschüss und Winke Winke, ciao ciao. Ja, das war Donnerstag die Folge, ne? Ein bisschen Verzug heute. Heute schon Sonntag, beim nächsten Prinzip. Das heißt nämlich heute viel, viel Arbeit. Aber egal, wir machen das heute. Und dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke, ciao ciao. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.